im so Lucky-Lucky-Modus. Da rede ich immer nicht so viel, ich weiß schon. So, jetzt ist halt die Frage, ne? Überleg, was hier an Map noch ist. Ja, wir fahren mal den Weg weiter. War kurz weg. Wo ist man denn? Bini, ja, wir sind hier im Kernland das erste Mal. Wir fahren hier einfach mal ein bisschen durch die Kante. Inge! Ich fahr mal links dort. Es scheint auch wieder irgendwas zu sein. Das schaut ja aus wie das Umland von Tschernobyl. Sieht alles ein wenig ranzig aus. Auf jeden Fall. Und Princeps, ich grüße Sie. Hier natürlich auch einen wunderschönen dritten Advent. Und schönen Sonntag, ne? Bin ich jetzt... Ja. Ich hätte nicht anhalten dürfen. Hier sieht man jetzt natürlich noch nicht so dieses... Hier auf der anderen Map hier mit hier große Felder und so weiter... Was haben wir denn hier Schönes? Hier sollte mal was gebaut werden. Ha! Okay. Oh, neue Karte. Genau, genau, Bini. Schön zu sehen, dass die Selbsthilfegruppe der Snowrunner-Süchtigen wieder am Stüssel ist. Oh Gott, wir kommen einfach nicht weg von der Scheiße. Wir brauchen es einfach. Gut, also hier war jetzt erstmal ohne so. Wir gehen weiter schauen. Beziehungsweise fahren. Ganze Sumpfscheiße da. Fahren wir jetzt auf jeden Fall mal lang. Wäre vertrauenserweckend hier, aber hält. Okay. Ja, so eine Insel, da denkt man dann natürlich auch immer, liegt dort irgendwas so upgrade-technisch oder so. Man weiß es nicht. Container hinten im Wasser. Sag mal hier einen kurzen Überblick. Wo sind wir denn? Aha. Hier, man muss einen Escalator halt wirklich recht geben. Ich glaube, das bietet sich hier wirklich sowas von an. Ist hier eigentlich eine Werkstatt? Werkstatt nicht entdeckt. Okay, also scheint hier irgendwo noch eine zu kommen auf jeden Fall. Immer die sein mag. Aber wirklich, gerade wenn man halt so zweifelt wegen diesen Inseln und so. Oh, was ist denn hier? Nee, ein Kay! Und den mal kurz auf die Latschen helfen, oder?
Tja, jetzt haben wir natürlich die Aufgabe noch nie, wo wir den irgendwo hinschleppen sollen. Wir lassen den einfach erstmal da. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Da hinten sieht das so ein Anhänger. Diese, wir haben 1000 Tonnen Zement geladen Anhänger. Hat es jeder gehört? Er hat mir recht gegeben. Das muss ich mir anstreichen im Kalender. Ja, ja. Ja, ja. So. Was machen wir denn jetzt hier? Also es geht links oder rechts? Tja, rechts wäre Türmchen. Links ist keine Ahnung. Ich fahre mal links. Was? War kurz abgelenkt? Okay. Wir haben 100 Leute gefragt. Mal hier den Anhänger hier. Okay. So. Kommen wir denn hier hin? Hier so ein kleines. Da hinten. Da ist eine normale Straße. Vorne. Hier ist ja nun mal auch irgendwas. Ah, das Portal. Okay. Zum Institut, okay. Ja, da fahren wir jetzt noch nicht hin. Wollen natürlich hier noch ein paar Bahnen ziehen. So, aber jetzt will ich mir mal ganz kurz, wo ungefähr der Turm, ne? Ja, wir fahren jetzt erstmal die Straße hier und gucken mal. Wird es dann bestimmt eh wieder ein Links und Rechts geben, wo ich dann wieder überlege. Diese Inseln hier, das macht mich ein bisschen fertig. Ich sag halt mal wirklich, wenn hier eine Werkstatt ist, vielleicht noch ein Anhängershop dort daneben. Oh, eine kaputte Brücke dort vorn anscheinend. Oh Gott, wir fühlen uns auf einmal wieder wie zu Hause. Aber keine Aufgabe dazu. Ist halt wirklich einfach nur kaputt. So, und hier wieder das Ding. Na, hier ging's links. Ich will natürlich dieses links. Uiuiui. Ja, erstmal dieses mögliche Wegding fahren. Habini, doch nichts verraten. Ich habe mich jetzt nur mal für links entschieden. Und muss mit den Konsequenzen leben.
Jedenfalls sind hier schon ein, zwei mehr Pissstellen wie auf der anderen Map. Oh, dort oben scheint die Werkstatt zu sein. Da kommen wir auch schon noch hin. Kommt da vorne Straße? Junge, Junge. Mit die Bäume hier? War auch nicht so nett, ne? Killerbaumstämme. Oh. Ja, hier ist Straße. Hier ist Straße. Ach, du meintest eh das andere links. Okay, nennen wir es hier nicht doch. Dort ist Straße. Scheint Felder dann zu sein. Ja. Ich will mal... In den Bäumen kann sich der Ford so richtig geil verkeilen. Oh ja, das glaube ich dir. Ist ja eigentlich nicht weiter. Ist schon noch ein Weg. So, das würde er doch machen hier, oder? Okay. Er ist schon mehr so SnowRunner-mäßig jetzt hier, die Map, ne? Wir haben noch keine kaputte Brücke, außer die eine, aber da können wir irgendwie nichts machen. Oder es ist halt Teil von einer Hauptquest, das kann natürlich auch sein. Da geht's dann nur links und rechts. Ja, wo führt der Weg hier links hin? Das will ich jetzt schon wissen. Hier los. Das wäre ein Traktorfriedhof. Ah, da hinten ist auch irgendwas. Oh, das sieht auch so ein bisschen aus, wie hier wird eine Werkstatt gebaut. Also, weiß ich jetzt nicht, aber... Nee, es hieß ja, die ist noch nicht gefunden worden, die Werkstatt. Wir fahren hier eh mal drum rum. Und einfach einmal zurück. Das sieht auch wieder so aus, wie irgendwie Bestandteil von einer... Main Quest hier. Irgendwas soll hier gebaut werden. Okay. Wir machen aber mal wieder ein bisschen heller. Wir fahren jetzt im Prinzip dann hier so mal links dann dort hoch. Interessante Map irgendwie, aber richtig Erkenntnisse haben wir ja jetzt auch noch nicht. Ein Upgrade bis jetzt gefunden, naja. Nur nicht ein Turm aktiviert. Junge, 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 Junge. Oh, eine schöne Hupe stimmt, was der Six hat. Bäh! Stress.
So, eieieiei. Ah, hier ist doch mit Steinchen, hier ist doch alles cool. Alles cool. Ja, Hemi, wir tanken schon noch. Alles gut. Haben ja ein bisschen was mit noch. Oh, keine Aufgaben weitergefunden. Das finde ich halt dann immer so, so merkwürdig. Hier eine Tanke? Nee, das ist einfach nur Flussscheiß. Gott im Himmel. Dann sind die Felder. Auch irgendwas schon wieder. Wieder so eine Baustelle. Dann steht dort ein Generator. Okay. Ich könnte vom Generator ja auch ein bisschen Sprit nehmen, aber er wird schon seinen Grund haben, warum der hier steht. Ansonsten nehme ich ihn mit. Nee, der muss bestimmt noch irgendwo hingeliefert werden. Ha! Er hat okay Sprit. Sehr gut. Kehrtmarsch, ne? Was ist das hier? Bin wieder etwas verwirrt. Wie, wo wir auf der anderen Map rumgefahren sind am Anfang. Weil es halt wieder so SnowRunner untypisch ist. Hier drüben waren die Felder. Komme ich dort irgendwie so quer? Rüber. Sieht mir danach aus. Tu mal wieder Bauer Margots Gemüse zertrampeln. Felder über Felder. Ich fahre mal weiter geradeaus. Dort wäre der Weg. Ist hier links oder was Interessantes? Da hinten stehen auf jeden Fall ganz weit hinten Häuser. Fahre ich jetzt hier? Rechts. Ja. Und der läuft dann ohne Straße lang. Schon ziemlich idyllisch, wie wir hier durch die Felder fahren.
Oh, dann nehmen mal Numm hier, ne? So, irgendwo der Turm, ja, dort, ne? Zwei Türme hier. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich jetzt hier rechts. Ja. Vielleicht sehen wir dann die Werkstatt oder, wie Joe schon sagt, eine Tanke dann oder so. Mal gucken. Hier müssen wir auf jeden Fall so Richtung dem Turm fahren. Oh, Meerschweinchen, sorry. Ich weiß nicht, der Bot hier wegen den Emotes, das mag er nicht so. Fahren wir doch schon. Nee. Mal der Weg wäre zum Turm gewesen. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Jetzt will ich hier natürlich gucken. Wieder so ein Anhänger entschärft. Ja, ich hoffe, ich kann dann irgendwie von vorne mich dann auch wieder links halten, um vielleicht noch ein bisschen was zu erkunden und nicht unbedingt denselben Weg wieder zurückzufahren. Was sieht mir... danach aus. Guck mal, hier wäre auch dann so ein Weg einfach. Tja. Naja, dann... Oh, es macht mich fertig. Dann fahren wir hier lang. Guck mal, und dort... Ist dort geradezu... Nee, das ist ein verpixelter Baum gewesen. Wird ja auch ein Spaß werden mit die, oh, mit die Anhänger hier. So, was soll der, wo ist der scheiß Turm? Was ist das für eine Map? Dort hinten ist doch auch irgendwas. Komisch. So, wie fahre ich denn da jetzt? Hier kommst du dann auf die andere Seite von dieser. Was ist das? Aber irgendwie will ich genau da jetzt immer lang. Kommen wir dort quasi genau gegenüber die Seite, wo wir bei dieser kaputten Brücke waren. Hier auch wieder Felder? Ah, das ist das, was wir gesehen haben. Da ist so ein Bootsteg und so ein kleiner Container. Dort hinten ist der Turm. Okay. Ist hier wieder so ein, eventuell so ein kleiner Weg. Hier diese Allee, da komme ich glaube ich nicht durch. Fahr mal hier weiter, aber ich habe das Gefühl. Kennt ihr den Film Jack Frost? Ich nicht, Doktor. Also nicht, dass ich wüsste. Da ist einer auf dem Boot. Da sitzt wieder ein Angler auf dem Boot. Menschen. Nee, schaut ihn euch an, der ist toll. Okay. So.
Sag mal, wir haben eine Aufgabe bis jetzt gefunden. Eine! Stehen ein paar Häuser bei dem Feld. Hier muss es doch dann aber irgendwo mal links. Gehen. Bin ich verwirrt. Aha. Okay. Also folge ich dem Weg hier mal weiter. Dann sollte ich mir wirklich mal langsam Gedanken um Sprit machen. Ah, das ist ja ein netter Weg. Sag ich, rammel mich jetzt hier nicht fest, aber denk mal. Das sieht gut aus. Bisschen Steinchen hingelegt, naja. Man tut, was man kann, denken die sich dann auch. Jetzt müsste doch die Straße hier mal so langsam kommen. Ah, schau an, guck. Rechte Hand die kaputte Brücke. Ist dort jetzt vielleicht, dass man die Aufgabe annehmen kann? Oder, kann ja, weiß ich ja nicht. Aber eigentlich war das ja immer von beiden Seiten. Na, ich guck mal. Nee, ist halt wirklich, du hast ja hier links dann halt wirklich die Umfahrung. Durch die Matschepampe. Okay, alles klar. So, wir fahren die Straße jetzt mal die andere Richtung weiter. Wir müssten ja dann mal den Turm dann dort mal sehen. Denke ich. Denke ich. War keine Aufgabe. So, dort hinten ist der Turm. Felder über... Aber wie Sau hier, ne? Boah. So, Türmchen. Zeit wird's ja mal. Da war eine Brücke, irgendwas. Ich gehe feste. Flussblockade. Ist das so ein wichtiger Weg? Wahrscheinlich für das Institut dann irgendwann. Ausgescheucht. Also ich würde mal die Aufgabe von der Brücke annehmen. Und dann fahren wir hier mal weiter den Weg. Weil meistens... Hier soll ja angeblich eine Werkstatt sein. Ist ja dann meistens auf befesten Wegen. Befestigten Wegen. Auf befesten Wegen. Ich bin auch so ein befester Weg. Mal, was ist dort unten irgendwo? Oh, ich will doch keine Zäune kaputt machen. Dort, ne? Bethesda Weg, ja. Ab zum nächsten Turm und Tank. Ja, ich will wenigstens die eine Aufgabe hier annehmen. Ich will wenigstens die eine Aufgabe annehmen. Und ist ja nicht so, dass ich keine Tanke suche, ne? Wenn hier eine wäre, würde ich mich auch freuen.
jetzt einfach der Straße folgen, dann werden wir sehen. Ey, Terrorbreze, grüß dich! Ist dritter Advent, wo ist der weiße Bart? Oh Gott! vergessen! Mensch, Breze, mein Lieber, geht's dir gut? Ich hoffe, ist alles in Ordnung. So. Jetzt fahren wir hier mal the street. 103 Schlitter. Ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Jetzt auch schon wieder links, rechts, ey. Oh, hier ist irgendwas, ne? Aber wir fahren, ja, ist gut, wir fahren geradeaus. Alles cool. Menschen in Geschäften, böse. Mach, dass es aufhört. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Okay. Hoch, links, rechts. Okay, wir fahren erstmal geradeaus weiter. Schon eine Heuballen. Okay. Ist das dort hinten irgendwas? Ah, die Garage haben wir halt nie gefunden, ne? Eine Tanke! Joe! Ich glaube, da hinten ist eine Tanke. Nee, die Garage! Nee. Hä? Oh, Kürbisse, da sind wieder welche. Ach, nee, eine Aufgabe. Scheiße. Ah, ich dachte wirklich. Santa, can you beer me? Was ist denn das? Was vielleicht? Vielleicht sollte ich diese Schleife mal fahren. Da ist was, da ist was. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas, was es zu aktivieren gilt. Weg, ne? Du ahnst es nicht. Da geht's auch noch weiter. Was haben wir hier? Aufgabe. Keine Tanke. So, irgendein Verladebereich? Also, mein Gott. Hier ist noch eine Aufgabe. Ich glaube fast mit dem letzten Sprit, den wir haben, wäre es vielleicht ratsam, dass man versucht, den Turm hier noch zu erreichen. Das wird halt hier wieder raus sein und die Straße. Guck mal, hier ist aber. Gar nicht gesehen. Oder ist das die, die wir hier schon hatten? Hier soll irgendwas ab. Das sieht doch schon wieder nach Gabelstapler-Scheiße aus. Nee, ist aber nicht. Alles cool. Tipp erlaubt? Nee. Ist ja nicht so, dass ich gerade absolut nicht zurechtkomme mit meinem Leben hier. Ist halt einfach, ja, neues Gebiet und man muss halt gucken. Sprit macht mir nur ein bisschen Bammel. Guck mal, dort ist so linke Hand. Da ist der Turm. Ah, eine kaputte Brücke, oder?
Ich will doch einfach nur mal wieder eine kaputte Brücke, die irgendwie ein paar Holzplanken braucht und dann ist gut. Ach mein Gott. Wollen sie mir aber nicht geben. Aber wie gesagt, vielleicht ist es Teil von der Hauptquest. Das weiß ich ja nicht. Obwohl, so wie das hier aussieht, ne. Gut, den Turm erreichen wir auf jeden Fall. Da hinten, wo dieser Funkturm ist, da ist auch noch irgendwas. Okay. Ja, ich glaube, wir haben uns für die Erkundung schon das richtige Fahrzeug ausgewählt. Ich glaube, hier hätten wir, selbst wenn wir mit einem Ford oder so unterwegs gewesen wären, mit dem Prototyp-Anhänger, ja, wäre schon cool. Aber ich denke mal, da hätten wir an der einen oder anderen Stelle dann doch schon so Problemchen gehabt. So. Gehen wir mal den Turm aktivieren. Mal sehen, ob es irgendwie ein bisschen aufschlussreicher wird für uns. Eine Tanke! Da ist eine Tanke! Da war eine Tanke! Oder... Wow! Verwaiste Ausrüstung? Hier ist halt... Oh no, ne, hier ist er. Also das ist wie gesagt eine Tanke, aber keine Werkstatt. Die haben wir halt noch nicht entdeckt. Danke! Genau, Joe! Oh, hat der Millimeter gefehlt oder was? Achso, das ist irgendeine Aufgabe, die wir schon... Okay. Oh, Tankstelle. Da fühle ich mich doch erstmal wieder ein bisschen wohler. So. Wo sind wir denn hier gelandet? So, so ein kleiner Anhänger hier. So eine Aufgabe finde ich eigentlich immer niedlich. Fahr mal hier rein. Wenn nicht die Werkstatt. Das ist bestimmt irgendwas anderes. So, die ist so eine Werkstatt, oder? Oh! Sag mir nicht, die muss man erst. Weiße Ausrüstung. Stürmer ist das Trust zurückzulassen. Ich hätte echt gedacht, dass das hier wegen der Hinterausfahrt hier die Werkstatt. Die ich eigentlich echt meinen Arsch drauf verwettet. Oder man muss diese verwaiste Ausrüstungsaufgabe machen. Belohnung. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Oh, danke. Guck mal, hier braucht man diese Gabel dann hinten bei dem Traktor, okay? Ersatzteile. Metallrollen, okay. Okay. Danke, Hemi, danke, danke. Ich bin jetzt aber wirklich ein bisschen überfragt, wie ich mich jetzt hier noch verhalte. Na, guck mal, wenn du danach gehst, wär's schon irgendwie cool. Na, hier oben ist ja auch noch irgendwas. Dieser eine Weg, den wir da gesehen haben. Hier oben ist auch noch irgendwas. Warum sonst geht die Straße dort ja noch nie ein kleines... Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier raus und dann rechts. Dann nur mal gucken, was dort am Ende dieses Weges ist.
halt gemein. Zwei Türme, ne? Gibt es da auf dem Abschnitt überhaupt eine Werkstatt für dich? Also Destro, angeblich laut globaler Karte, steht hier unten halt da, Werkstatt ist nicht entdeckt. Also hier wird schon irgendwo eine geben. Oder sie muss halt aufgebaut werden oder wie auch immer. Warte mal, wo? Ich bin ja schon vorbei. Ich muss ja hier, genau. Dann asphaltiert rechts. Oder ist der Weg gemeint? Ein Upgrade? Nee. Oder einfach nur ein Traktor. Wie heißt die Map, wo du drauf bist? Kernland. Dort ist dieser asphaltierte Weg. Oh. Mal gucken. Ein bisschen matschig. Genau, nicht spoilern, Destro. Das ist mir ganz wichtig. Jegliche Fehler, die ich hier mache oder falsche Entscheidungen, die ich aus Pech einfach treffe, ist halt mein Problem. Portal oder... Ja, ein Portal, okay. To Harvest Core, okay. Ist also das Portal. Schön, Destro, dass du das weißt. So, okay. Dann waren wir jetzt hier. Hätten wir... Also wegemäßig, sage ich mal, wäre halt... Wir fahren jetzt aber erstmal hier so will ich fahren. Und hier so hinten will ich gucken. Die Ecke hier interessiert mich. Ja, so war nämlich das hier. Genau, hier hinten fahren wir mal lang. Fahren wir mal, ich markiere mir das jetzt aber mal. Zurück. Zurück. Hier lang. Und dann dort den Weg mal gucken. Oder ansonsten werden wir halt nichts finden. Aber ich sag mal, auch kurz oder lang wollen wir ja eh die Map erkunden. Also es ist ja keine vergeudete Arbeit, die wir hier machen. Habe ich halt nur so die Befürchtung, dass es vielleicht wirklich Teil von einer Quest ist. Müsste man da in den Aufgaben mal gucken. So viel dann immer zu dem Thema Aufgabenbeschreibung lesen, Christian. Ihr. Ich weiß. Hey Tobi, grüß dich, hallo. Schönen dritten Advent dir, ne? Ich hoffe, alles cool. Ich hätte jetzt tanken können, ist richtig, aber shit happens.
danke dir ebenso. Alles klar, danke dir, Tobi. Danke. So, war das jetzt nicht hier rechts? Ach, hier diesen Pissweg nochmal lang. Naja, wat Mut? Dat Mut? Versteh mich mal. Wo hier ist er eigentlich? Im Hai wird durchgekommen. Im Hai. Oh, 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 au, au. Da komm, den letzten. Ach, das war so klar. Ach, das war so klar. Ach, das war klar. Ganze Karre schon wieder Drecksch. So, jetzt kommt ja hier dieses Dorf. Aber dann diesen Feldweg mal weiterfahren. Eddie, grüße dich. Ossi-Legende wünscht dir und deiner Familie einen schönen dritten Advent. Kann ich nur zurückgeben. Schön, dass du vorbeischaust, mein Lieber. Und wie findest du die Karte so? Naja, ist auf jeden Fall schon mal was anderes wie die davor. Ist dann doch mal so ein bisschen, ja, so SnowRunner-mäßig, weil die andere Map, machen wir uns mal nichts vor, ist eigentlich ziemlich SnowRunner-untypisch. Hier hast du dann doch mal so ein bisschen Schlamm. Aber wir haben ja noch nicht alles gesehen. Es ist jetzt natürlich nicht so spannend wie andere Maps in dem Spiel, ne? Ganz klar. So, ist hier bloß ein Feld? Hallo, wenn ich dich sehe, bin ich da. Alles klar. Alles klar. Was denn jetzt? Okay. Und noch ein bisschen Pampe, ne? Hauptsache eine Bushaltestelle. Merkwürdig. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Weg. Für die Felder scheiße hier wieder, ne? Hin ist halt irgendwas. Also da geht's doch irgendwo hin. Aber heute, Fede, da beruhigt deine Stimmung gerade. Deine Stimme gerade. Okay. Was ist das da hinten? Das ist doch... Wir haben Umspannwerk. Umspannwerk wieder. Scheint so. Sieht aber auch so aus, als ob hier noch irgendwas gebaut werden soll, ne? Gut, für uns jetzt aber an der Stelle erstmal nicht so. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier wäre, wie gesagt, Feld noch hinten, ne? Warte mal, wir fahren mal. Okay, hier ist noch was. Es wäre doch schon ganz schön verhext, ne? Überlegt mal, wir sind hier gestartet, ne? So, und ich habe mich halt entschieden, hier lang zu fahren. Es wäre für mich echt faszinierend. Guck mal, wir sind einmal komplett um die Map, durch die Map, an der Map. Was weiß denn ich nicht? Wenn wir jetzt hier diesen Weg fahren. Hier so. Ja, hier wird der Weg sein. Und hier ist die Werkstatt. Zählt mich nicht wundern. Und das wäre so wieder so ein typischer Christian.
Und das zeigt mal wieder, so läuft mein Leben. Das einfach nur Pech. Aber ich will es mal nicht beschreiben. Aber es bleibt ja nicht mehr so viel. Schon Feld bewirtschaftet? Ja, haben wir tatsächlich schon mal, Tobi. Ist ja hier so durchgekommen, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Oh ja. Oh ja. Nee, pack da, okay. Da komischerweise ein bisschen zu mehren, ne? Als hier war schon ein bisschen Matsche. Habe ich euch erschrocken mal schnell, ne? So. Ich mach mal schönes Wetter schnell. Also, war wieder früh um 6. Bevor es hier wieder dunkel wird. Hab doch Angst im Dunkeln. So. Zeig mal her das Zeugnis. Ey, ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt. Noch sehe ich nichts. Oh. Hä? Gefühlt doch immer gleich, ne? Wann machst du endlich die Straßen für den Weihnachtsmann wieder frei? Weil das Weihnachten und die Elfen erwarten ihre Geschenklieferungen. Denkt denn keiner mehr an die Kinder? Wann gibt's ein Christmas-DLC am Nordpol für Snowrunner? Gute Idee. Gute Idee, Brezel. Ja. Diese Schneefluggeschichte. Also Leute, ich lag anscheinend falsch. Also auch hier? Doch, hier rechts. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Wollen wir da noch mal ganz kurz drüber reden? Du kriegst die Tür nicht zu. Es ist einfach der Wahnsinn. Sorry, wegen dem Bot hier. Der Scheiße mit den Emotes. Ich weiß ja. Der Wettkampf interessiert mich nicht. Da hab ich nur, als ich diese beschissene Map angefahren hab, an diesem Punkt, als wir an dieser Kreuzung waren, hab ich gesagt, oh, ich fahr nach links. Und fahre und fahre und fahre und gucke und gucke und gucke. Und denk mir so, hier muss doch irgendwo eine Werkstatt mal sein. Einfach nur am Start hätte ich mich entschieden, rechts abzubiegen. 50-50 Chance. Und ich entscheide mich mal wieder falsch. Es ist so faszinierend. Ich bin da auch links. Ach, Essilator, das ist wenigstens ein kleiner Trost.
Ist das nicht Wahnsinn, Leute? Ist das nicht Wahnsinn? Aber trotzdem, hier hast du halt noch, ne? So. Und irgendwo müssen ja noch Upgrades und so ein Scheiß liegen. Eventuell. Hier ist, hast du auch noch eine, so eine ganz schöne Ecke. Ja, Radarwagen ist halt wirklich nochmal so eine Idee für hier. Muss man mal so sagen. Krass. Krass. Was war denn dann hier? Nachschubbergung. Hier wäre unten Müllabfuhr. Ja, Müll von der Kreuzung soll dahin. Okay. Ja, ist eine Kartoffel. Ich weiß halt immer noch nie, wo ich die Kartoffelproben herkriege, ne? Ah, das ist... Oh, hier sollen wir was gucken im Sumpf, okay. Was ist da, ein Spezialfracht? Oh, warte mal, was stand da? Belohnung, Zugang zum Standort und Bauzonenzugang. Das interessiert mich jetzt noch. Ah, das interessiert mich jetzt noch. Gut, holen wir mal... Von der Kreuzung her unseren Mensch. Unseren GMC. Der hat eh keinen Sprit mehr. War kurz weg, Werkstatt gefunden. Ja, Joe. Bei der letzten Möglichkeit natürlich. Bei der letzten möglichen Möglichkeit war sie dann. Ich finde aber, durch deine Entscheidung sammelst du bessere Erfahrungen. Also richtig gemacht. Oh. Immer positiv, ne? Ich habe da zum Anfang nur den Radaranhänger benutzt mit dem Loadster. Ja, Tobi, wäre auch so meine Kombi. Weil mit dem Ford, der Loadster ist schon geil. Typischer Anfangstruck halt, ne? Einmal bergen, abstellen, habe ich gesagt. Abstellen, globale Karte in die Werkstatt bewegen. Also trotzdem muss man sagen, schöner Fortschritt für heute, ne? Also haben auf der E-Map ein paar Aufgaben gemacht, dann hier. Ist schon ein bisschen was passiert. Jetzt interessiert mich aber dieses Zugang zum Standort. Irgendwie eine Bauzone, wer weiß, was man dann dort baut? I don't know. Oh. So, mein Guter, du musst einmal raus, ne? Genau. Oh, Christian. Ja, mal gucken. Irgendwie mal was dasteht mit Zugang zum Standort und so. Da wird man immer gleich hellhörig. Upsi. Ah, Baum. So. Dann zeig mal her das Zeugnis. Ist jetzt nicht dein Ernst? So, und da soll dann diese Frachtorte dann transportiert werden. Hä, stand da nicht da? Ich soll da mit einem Metalldetektor irgendwas machen? Verstehe ich jetzt nicht, warum die mir das dann so gesagt haben. Okay, dann hast du hier eh mal diese Fracht.
Keine Ahnung, warum ich mit dem jetzt hier reinfahre. Keine Ahnung. Da war dieser umgekippte. Okay. Aber was für eine Bauzone dann? Wir sollten für die Banane Bananennamen für die Trucks freischalten. Für eine bestimmte Anzahl an Bananen darf man den Truck seiner Wahl entweder taufen oder man oder der bekommt den Twitch-Namen. Dann hätte man so lustige Dinge wie so, und jetzt nehmen wir den Scampi Joe und brettern durch den Matsch. Hey, ich weiß, was stimmt nur mit Brezeln ist. Nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Okay. So, okay, wir brauchen irgendein LKW? Kran? Ja, hat man so eine Spezialfracht? Konnte man die mit dem stinknormalen Montagekran machen? Ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht mehr. Detektor? Okay. Was ist denn da eigentlich? Und da will ich nochmal ganz kurz gucken. Mit dem GMC. Dann überlege ich mir mal. Also ich muss da wirklich mal in mich gehen. Konnte man so eine Spezialfracht mit einem normalen Montagekran transportieren? Also annehmen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ging. Bin kurz raus, Abendessen, tschüss. Ja, es wird bei mir auch gleich soweit sein, Bini. Das wird bei mir auch gleich soweit sein. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwie was Interessantes. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut, Knut, die Spezialfracht. Ah, das hätte mich ja hier auch noch interessiert. Ah, hier ist so Holzverlade-Ding, sehe ich jetzt. Ja. Erwiesen. So, was habe ich denn jetzt? Der Six, der hat ja keinen Kran. Ist halt die Frage, ob ich von hier drüben da jetzt extra. Ah, warum habe ich denn auf in die Werkstatt gemacht? Jetzt extra den Azov hole. Weil der hat ja auch den Anhänger noch dran. Der hat ja auch noch den Anhänger. Ah, der hat halt direkt einen Kran. Und das ist ja nicht so weit weg, diese Spezialfrachtdorte. Von der Werkstatt. Deshalb, selbst wenn die Entscheidung falsch ist, war, wie auch immer. Ah, wo ist er denn? Und der hat halt den Anhänger, ne? Wer hat es überleben? Eigentlich kann ich auch fahren. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nö, 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 nö. Globale Karte. Ja, einmal in die Werkstatt. Dann gucken wir mal. Dann googeln wir. Dann irgendeine Bauzone wird dann freigeschaltet. Ich muss ja wieder irgendwas aufgebaut werden, weil hier ist verdammt wenig los. Ist einfach verdammt wenig los. Ach, ich weiß, es ist kein schlimmer Weg, aber ich habe mir trotzdem nicht gemerkt. Batch, batch, batch. So. Dann versuchen wir mal unser Glück. Einmal speziell. Ich weiß gar nicht, wo wir die abliefern sollen. Na, Hauptsache erstmal holen, ne? Hauptsache erstmal am Arsch hängen haben.
Der gute Arzow. Das hättest du auch geschafft, du wärst doch hier durchgeprügelt. Ich schränk dich ein. Das muss ich doch nicht machen. War jetzt nicht so klug hier. So. Einmal Spezialfracht mit Montagekran. Wir geben uns gleich die Antwort, ob das klappt. Ich denke ja. Ich habe immer noch so diesen Bausimulator-Gedanken, ne, von der Nähe her. So. Einmal Stützchen und den Kran, bitte! Gut, es ging, Leute. Wie gewollt, ne? So, und wo sollst du hin? Wo willst du hin? Dennis. Oh? Da oben! Okay, cool. Dann, weil ich eh so stehe, fahren wir hier mal bei dem GMC vorbei, fahren hier mal nur diesen Schlotterweg. Und dann hier einfach on the street. Müssen wir dort wieder eh mal die Scheiße umfahren. Gut, okay. Wenn man einen richtigen Gang drin hat, dann läuft das auch. Nicht umkippen, bitte. Hm? Na, na, na. Ist aber ein schöner Baum. Lass ihn nicht ablenken, Christian. Jetzt hier einmal nur. Oh, warum bremse ich? Rechts, links? Was ist denn das für ein Weg hier schon wieder? Na egal, jetzt. Wir fahren. Aber der sieht entspannter aus, ne? Als die Matsch-Scheiße da. Ja. Gate! Gate! Hätte er gepackt, glaube ich, aber naja. Oh, ist das tief. GB Güm! Ah, ich habe auch kurz mal die Luft angehalten. Ja, ja. Ja, ja. Wiese ist unser Freund.
Habe ich schon immer gesagt. Mal alle aufwecken hier. Falls hier überhaupt irgendeiner noch da ist. Dann ist jetzt noch diese eingestürzte Brücke dort dann? Muss man noch eh mal nimm? Das kriegt man auch hin. Ja, das. Ja, da gucken ist vielleicht rechts sogar besser. Nee, diese Steinscheiße dort. Um Gottes Willen. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Brilliert hat da der Arzoff. Brilliert. Deshalb oben schönen Gruß an die Reifen gerade wahrscheinlich. Eben mal den Zaun erschrecken. Bin ich mal gespannt. Aha! Und was gibt's hier? Ist einfach nur ein Lagerhaus. Okay. Da hinten war ja, oder Genno, mit dem Genno hat man doch irgendeine Scheiße gemacht damals. Oh, das ist auch schon lange her. Aber das Wissen wird wiederkommen. Bin ich mir sicher. Bin ich mir sicher. Oh, Werdelicht. Sag mal, wo war die Aufgabe jetzt? War die gerade bei Harvest? Alter, guck mal, wie viel Aufgaben hier sind. Schatzjagd, genau, das haben wir jetzt gerade gemacht. Flugplatz, Kuhstall, was hier alles noch kommt? Zwerdelicht. Ach, guck mal, dieser Generator, den wir hier gesehen hatten. Er soll zur Produktionsstätte. Ha? Ich glaube, die Aufgabe nehme ich mal an. Aber, ihr Lieben, die machen wir das nächste Mal. Für heute komme ich zum Ende.